Dann widmen wir uns dem Test. Im ersten Beispiel, bei dem Test, ging es darum, zuerst eine Zahl von Dezimaldarstellung in Binärdarstellung umzurechnen. Und die Zahl war 123 in Dezimal. Was wäre denn der, ich weiß nicht, ob es der schlauste, aber es wäre ein schlauer Weg, das möglichst einfach zu machen. Also 128 ist schon gut, besser wäre eine andere Zahl. Also 128 wäre eine 1 und 7 Nullen. Jawohl, genau, 127 minus 4, weil 4 ist super einfach zum Abzählen, wenn dieses Bit gesetzt ist, dann setzen wir es einfach auf 0. Das heißt, wir haben quasi das 1er-Bit gesetzt, das 2er-Bit haben wir gesetzt, das 4er-Bit haben wir nicht gesetzt und dann müssen wir noch, das sind jetzt 3, 4, 5, 6, 7. Das müsste die Zahl sein, stimmt's? Ich habe es nicht wirklich gerechnet, ich habe es nur so überlegt. Okay. So, und die andere, was war das? 1, 0, 1, 0, 1, 0. Und ich glaube noch eine Gruppe, oder? 1, 2, 3, 1, 0 in Binär. So. Gibt es da einen schlauen Trick? Also ich wüsste jetzt keinen. Aber vielleicht hat jemand, na natürlich, das kann man so. Zweimal 2 plus 8 plus 32. Ja genau, so hätte ich. Also ich mir einfach anschaue, die Wertigkeit von den Bits und dann zählen wir die zusammen. Nicht? Und das 1er-Bit ist nicht gesetzt. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Und was immer das ist. Stimmt. Ich habe keine Ahnung. Du sagst mir es, ich schreibe es auf. Stimmt's? Jemand anderer, der es gerechnet hat? Okay, also das war das Einfachere von den beiden Beispielen. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der ein bisschen trickier ist. Wir haben eine Wahrheitstafel gegeben, zu einer Logikfunktion mit drei Eingängen und einem Ausgang. Und wir wollen jetzt diese Wahrheitstafel implementieren. Wir wollen eine Schaltung finden, die sich so verhält, wie das in dieser Wahrheitstafel hier beschrieben ist. Und man könnte jetzt darüber streiten, ob das hier quasi eine Hilfestellung ist oder das Problem schwieriger macht, aber es sind quasi Gatter gegeben, aus denen man das tun soll. Im ersten Beispiel sollen wir das aus drei Gattern aufbauen, nämlich einem und, einem oder und einem XNOR. Da war halt meine erste Frage, was ist denn ein XNOR? Jawohl, ein nicht exklusives Oder, also quasi ein X-Oder mit einem Inverter hinten dran. Wie kann ich mit einer einfachen Aussage umschreiben, was das Verhalten von einem X-Nor ist? Genau, das ist ein Gleichheitsgatter. Nicht? Also das XOR ist quasi ein Ungleichgatter und das XNOR ist ein Gleichheitsgatter. Und wenn man so Wahrheitstabellen und so anschaut, dann finde ich, dann ist das oft einfacher, wenn man beim XOR an ungleich denkt, an es muss 1 gesetzt sein und beim XNOR eben an Gleichheit. Zumindest wenn man mit Gatter mit zwei Eingängen arbeitet. Mit mehr Eingängen wird alles ein bisschen problematischer. So, hat jemand einen Vorschlag, wie wir dieses Problem angehen können? Frage stellen. Ja? Im Normalfall hat man ja genau das umgekehrte Problem. Dass man irgendwie sagt, ich möchte da etwas bauen, da brauche ich die und die Funktion, aber im Normalfall habe ich nicht die Wahrheitstabelle. Die Wahrheitstabelle hast du eben meistens schon. Was du nicht, weil das ist ja das, was du quasi bauen möchtest. Du sagst, ich will eine Ampelsteuerung machen, obstloses Beispiel, dann überlege ich mir quasi, bei welcher Schalterstellung soll das Licht ein oder soll das aus sein. Und das kann ich ja eins zu eins in eine Wahrheitstabelle
übertragen. Was ich in der Regel nicht habe, ist so eine Liste von Gattern, sondern dann habe ich quasi meine Wahrheitstabelle und quasi eine viel größere Anzahl von Gattern und viel, viel mehr Freiheitsgrade, was es eben einfacher oder schwieriger machen kann. Aber das ist, also quasi die Wahrheitstabelle würde ich nicht als unrealistisch bezeichnen bei dem Beispiel. Das ist der unrealistische Teil. Was sehr realistisch ist, dass man quasi sagt, hier ist eine Wahrheitstabelle und macht das nur mit NANDs. Weil ich habe vielleicht schon einen Chip, wo ein NAND-Gatter drin ist, in meiner Schaltung vorgesehen. Und jetzt will ich nicht irgendeine neue Bauteilkategorie eröffnen, da mache ich alles nur mit NANDs. Und in der Regel gibt es fertige Verfahren, wie man das machen kann. Also genauso, wir haben das letzte Mal ein bisschen Boolsche Algebra gemacht und irgendwie so das Morgische Gesetz und diese Sachen angesehen. Und es gibt fertige Algorithmen, die man quasi runtertanzen kann, wo man dann am Schluss die Gatterschaltung bekommt. Und natürlich gibt es Programme, wo man das tun kann. Das heißt, von der Seite ist es sowieso unrealistisch, weil in der Realität würde ich dem quasi die Wahrheitstabelle geben. Und dann macht der Computer mir die Schaltung. Und dann würde ich die Wahrheitstabelle wahrscheinlich nicht einmal ausschreiben, sondern selber wieder irgendwie als Programmtext eingeben. Wir werden heute ein bisschen was dazu anschauen. Wir werden ein bisschen einen Verilog-Code heute sehen noch, mit dem man Schaltungen heute beschreibt, wenn man jetzt einen Chip machen möchte oder sowas. Okay, aber wenn jemand dieses Beispiel einfach so hin, quasi als Rätsel. Also großzügig gesehen sieht man, dass von A unabhängig ist. Wenn man es von A unabhängig nimmt, dann habe ich 1001 und 1001 und den 1 und den lasse ich mal zur Seite, der da falsch ist. Ja, okay, also dann, also es ist nicht von A unabhängig, aber wenn der 1 nicht wäre, dann. Ja, wenn der 1 nicht wäre, dann kann man mal so einen Teil sozusagen herausbieten, der vom 1. Okay, also dann schauen wir uns diese obere Seite an. Das ist eben genau B, nix Ohr. So, das ist ein BXOR C. Genau, wenn es ungleich ist, ist es 0 und dann 2. Wenn man das jetzt also ausgehört hat, dann ist es genau ein 1er. Genau. Also wir haben quasi ein, achso, den A, mit dem wissen wir noch nicht. Ne? Und dann haben wir B und C. Und die gehen jetzt in ein XNOR hinein, haben wir gesagt. Und das ist so ein Knödel dran. Wie gesagt, verzeiht ihr meine DIN-Symbole. Alt genug, dass ich mir keine neuen Symbole aneignen möchte. Okay, also jetzt hätten wir quasi hier diese obere Hälfte. Wir haben festgestellt, unten haben wir es auch, aber irgendwo müssen wir noch ein Einser rein. Den könnte man dazugeben mit A und B und nicht C, aber man, nachdem natürlich nichts, nachdem bei C A und B und C auch wahr ist, kann ich großzügig das C natürlich weglassen. Genau, also wir sagen quasi, dieses Kastel hier, das sind die beiden Zeilen, wo A und B wahr sind. Und da haben wir hier immer ein Einser. Also können wir sagen, da machen wir ein und zwischen A und B. Und wie kombiniere ich das jetzt, dass ich am Schluss quasi meinen Enthaltung habe? Mein Oder. Genau. Also, und das ist quasi die Lektion, die man auch mitnehmen kann von dieser komischen Übung, dass eine Möglichkeit, so eine Funktion zusammenzubauen aus Gattern, wenn ich es mal gegeben habe als Wahrheitstabelle, ist, dass ich mir die Einsen anschaue. Und dann überlege ich mir, wie kann ich denn die Einsen modellieren, indem ich die in Gruppen zerteile und dann verodere ich einfach alle diese Gruppen. Und wenn das eine Strategie ist, dann weiß ich quasi schon, das Oder, das kommt ganz am Ende. Und dann kann ich davor ein paar andere Sachen hinstellen. Das ist natürlich ein Ansatz, der umso besser funktioniert, je weniger Einsen ich habe. Wenn ich irgendwie, und wie gut sie sich kopieren lassen, das kommt dann auch noch dazu. Aber wenn ich quasi eine Wahrheitstabelle hätte, wo ich auf der rechten Seite praktisch nur Einsen habe und dann ein paar wenige Nullen, wie könnte ich denn so eine Wahrheitstabelle erzeugen? Also wie könnte ich da die Schaltung machen? Ja, also dort wollen wir jetzt endlich hin. Aber was wäre denn die einfachste Möglichkeit, dieses Problem zu überführen? Und das Problem mit, wir haben eine Wahrheitstabelle mit vielen Nullen und wenigen Einsen.
machen wir unten zum Schluss und negieren das. Jawohl. Ganz hinten, wir drehen quasi die rechte Spalte rum. Überall wo 1 ist, schreiben wir 0, überall wo 0 ist 1, dann haben wir eine Wahlstabelle, die unserem Wunschtraum entspricht. Und in der Schaltung haben wir dann einfach hinten ein Not dran. Und dann hätten wir quasi aus der einen Wahlstabelle das andere gemacht. Und dann können wir hergehen und können den Morgen anwenden und können sagen, Moment, aber ein Oder mit einem Und hinten dran, das ist ja nichts anderes als ein Und mit den Not an den Eingängen. Und dann kann ich die Nots quasi durch die Schaltung so runter propagieren und komme am Schluss auf eine Schaltung, wo dann am Ausgang quasi ein Und ist und ich dann dahinter quasi Teilschaltungen habe, die mir quasi die, wenn ich das da wieder überlege, was macht die Schaltung eigentlich, die mir quasi die einzelnen Nullen in meiner ursprünglichen Wahrheitstabelle kodieren. Gut. Das ist eigentlich das Schwerere von den beiden Beispielen. Schauen wir uns auf das Leichtere an. Es war wieder eine Wahrheitstabelle gegeben. Und jetzt haben wir 4 Und-Gatter zur Verfügung und ein Or-Gatter. Nach dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, was fällt uns denn an dieser Wahrheitstabelle als erstes auf? Wir haben 4 Und-Gatter. Mit wahlweise invertierenden Eingängen. Ja, das heißt, ja, sind dann NOR. Ja. Oder? Ist das richtig? Ein Und-Gatter mit invertierenden Eingang wird zum NOR. Ja, wenn ich beide Eingänge invertiere, gemeint ist in dem Fall quasi, ich kann den Wert der beliebig setzen. Also ich kann quasi ein Und machen oder ich kann ein Und mit einem negierten und einem nicht negierten oder ein Und mit zwei negierten Eingängen machen. Das ist ein bisschen ungeschickt geschrieben, aber ich weiß, was gemeint ist, weil ich es geschrieben habe. Aber was fällt uns an dieser Wahrheitstabelle auf? Was ist das, was uns ins Auge springt, so wie wir diese Wahrheitstabelle sehen? Es gibt nur zwei, genau, Sachen, wo es 1 ist. Eine kleine Anzahl von 1. Also das schreit danach, dass wir wieder so ein Modell machen. Mit einem Oder am Ausgang. Glücklicherweise haben wir ein Oder. Das Oder hat auch 2 Eingänge, das ist perfekt geeignet, um 2 Fälle zu beschreiben, in denen der Ausgang 1 sein soll. Also wir können quasi diese Schaltung da von rechts nach links aufbauen und können schon mal sagen, okay, wir wissen, am Schluss werden wir dieses Oder verwenden und wir werden irgendwie einen Eingang von dem Oder 1 werden lassen, wenn dieser Fall hier eintritt, und den anderen Eingang werden wir 1 werden lassen, wenn dieser Fall hier eintritt. So, jetzt haben wir, gehen wir davon aus, die beiden Fälle sind gleich aufwendig, nicht? Dann hätten wir für jeden der beiden Fälle 2 Und-Gatter zur Verfügung mit diesen wahlweise invertierenden Eingängen. Was wäre denn das ideale Gatter, um so eine Zeile hier zu beschreiben? Ein Und mit 3 Eingängen. Und von hier, weil dann kann ich sagen, okay, diese Zeile, das ist A und nicht B und C. Und bei der Zeile hier oben könnte ich dann sagen, okay, das hier ist nicht A und B und nicht C. Okay, die Preisfrage ist, wie mache ich ein Und mit 3 Eingängen aus 2 Und mit jeweils 2 Eingängen? Was wir machen müssen, wir müssen eigentlich ein 6-NOR machen. Ja, eigentlich reiche der XNOR für B und C. Ja, ich kann ja bei A und B und C. Nein, das XNOR für B und C, das wäre ja in allen möglichen. Also das, meinst du XOR oder XNOR? XNOR. Also das wäre hier wahr und hier wahr. Hier wahr und hier wahr. Stimmt, du hast recht. Ja. Da bringt das noch nichts. Ja, ja, okay. Außerdem haben wir es eben. Wir haben, ja, wir haben genau das andere. Okay, also wie mache ich ein Und mit 3 Eingängen aus 2 Und mit 2 Eingängen? Ich kann eine beliebige Klammer setzen. So ja, genau. Wenn ich A und B und C habe, dann kann ich ja A und B Klammer auf und C setzen. Genau, also wenn man es anschreibt, weil das Kern ist, ist es noch viel einfacher zu sehen, dann habe ich einfach diese Kette und die Klammer dann. Na gut, dann. Haben wir hier quasi A, B und C und jetzt wollen wir den oberen Fall hier probieren. Da sagen wir mal irgendwie, das ist nicht A und B, also nicht A
nicht B. Und was habe ich dann noch? Und nicht C. So. Das kommt, ja, das ist ein bisschen komisch. Halt doch jetzt. So, und der andere Fall wäre quasi jeweils genau induziert. Wir hätten jetzt quasi A und nicht B. So. Und C wäre wieder nicht induziert. So. Das wäre dann quasi diese Schaltung. Wir sehen hier die erste Schaltung, die hat so eine gewisse Eleganz. Da kann man ein X oder verwenden und so. Das, was wir hier gemacht haben, das kann ich auf jedes Problem werfen. Wenn mir irgendjemand kommt mit irgendeiner Wahrheitstabelle, sage ich immer und oder und Wert. Ich kann die Zeile für Zeile kann ich das runterkopieren, kommt vielleicht so eine Schaltung raus oder sie funktioniert und das muss niemand darüber nachdenken. Das hat gewisse Vorteile. Es gibt programmierbare Logikbausteine, oder vielleicht sollte man eher sagen, gab, weil es sind so die kleinen programmierbaren Logikbausteine der 18er Jahre, so programmierbare Logik-Arrays, PLAs, die auf diesem Konzept hier beruhen, wo ich quasi nur setzen kann, wo will ich jetzt einen Wert haben und wo will ich vielleicht einen Eingang ganz ignorieren, aber damit kann ich dann quasi die Einsen von meiner Wahrheitstabelle stur runterkodieren und komme dann eben dorthin, dass ich einen Chip habe und je nachdem, was ich dort einprogrammiere, kann der halt jede beliebige Logikfunktion mit n Eingängen abbilden. Okay. Fragen?